Großaufgebot an Einsatzkräften, insgesamt 60, bestehend aus Feuerwehr, Rettung und natürlich auch die Polizei, ist hier am inneren Marhilfergürtel. Wir sehen es gerade im Hintergrund, dieses keilförmige Haus. Hier ist vor nicht allzu langer Zeit, vor rund einer Stunde, ein Großbrand im Dachgeschoss ausgebrochen. Dieses Haus wird gerade im Moment saniert, ebenso der Dachstuhl. Ob es hier einen direkten Zusammenhang gibt zwischen diesen Sanierungsarbeiten und dem entstandenen Brand, darüber gibt es jetzt noch keine weiteren Informationen. Tatsache ist, es brennt. Ich glaube, wir haben auch die Bilder ganz gut für euch eingefangen. Wir sehen im Hintergrund die Drehleiter. Es wird gerade dieses Gebäude massiv mit Löschwasser beschickt. Und auf der anderen Seite des Gebäudes, da sieht man noch die davonziehenden Rauchschwaden. Also es ist ein enormer Brand. Der gesamte innere Marihilfergürtel ist daher auch weiträumig gesperrt. Der äußere Marihilfergürtel, hier fährt der Verkehr, aber man muss sich natürlich hier auf entsprechende Verzögerungen einstellen. So ist im Moment die Situation. Es gibt noch nicht allzu viele offizielle Informationen, bis auf die Größe der Einsatzkräfte. 60 Einsatzkräfte, 14 Fahrzeuge. Eines ist gerade hier vorbeigefahren. Wir bleiben weiter vor Ort und schauen, wie sich hier diese weiteren Löscharbeiten darstellen. Wie schaut es mit den Verkehrsbehinderungen aus, Tom? Wir haben jetzt gleich dann die Rush-Hour, viele dann wieder auf dem Heimweg. Werden wir da auch in den nächsten Stunden mit größeren Verzögerungen rechnen müssen in Wien? Ja, vollkommen richtig. Die Verkehrssituation, gerade wenn der Gürtel unterbrochen ist, abgesperrt ist, diese Verkehrssituation wirkt sich auf ganz Wien aus. Damit muss man rechnen, wie lang diese Sperre andauert. Darüber gibt es im Moment keinen offiziellen Informationsstand. Vielleicht können wir kurz auf den äußeren Marihilfergürtel schwenken. Hier haben wir einen zähflüssigen Verkehr. Also hier läuft soweit noch alles. Aber ich denke, es ist eine Frage der Zeit, bis sich auch hier die Behinderungen häufen werden. Man muss sich wahrscheinlich auf einen Einsatz hier einstellen, schon allein aufgrund der Menge an Löschwasser, der mehrere Stunden andauern wird. Tom, um welches Gebäude handelt es sich jetzt konkret? Ist es ein Gebäude, wo jetzt derzeit Wohnungen gebaut werden? Es ist das Gebäude in keilförmiger Form, genau mit Blickrichtung zu uns. Dieses Gebäude dürfte bewohnt sein. Es macht zumindest den Eindruck, es sind bewohnte und hergerichtete Balkone, aber es findet auch eine generelle Sanierung statt. Diese dürfte sich auch im Dachboden, im Dachgeschoss abspielen. Es gibt noch keinen Informationsstand bezüglich allfälliger Verletzter, bezüglich allfälliger Personenschäden. Wir sehen, es ist die Rettung gerade abgefahren. Wir konnten auch nicht bemerken, dass es hier eine direkte Versorgung gibt. Tom, bitte zeig uns doch noch einmal die genaue Umgebung, damit wir uns das noch einmal konkreter vorstellen können. Vielleicht kann uns der Kameramann hier einen kleinen Schwenk des Gebietes geben. Ja, gerne. Wir befinden uns am inneren Marihilfergürtel, genau beim Ausgang der Marihilfer Straße, Fußgängerzone. Also wir sind hier nur einen Steinwurf entfernt, der Westbahnhof, und hier eben das Ende der Marihilfer Straße, Fußgängerzone. Und hier genau einen Block entfernt hat sich dieser Brand zugetragen. Wir stehen gerade auf der abgesperrten Straße am inneren Marihilfergürtel. Also hier ist auch im Moment alles zu. Also ich würde es einmal einschätzen, bestimmt noch 2, 3 weitere Häuserblocks von hier aus gerechnet. Da wird bereits abgesperrt, also sehr, sehr großräumig, hier direkt an diesem doch so für Wien zentralen Punkt. Fassen wir noch einmal zusammen, Tom. Der Brand hat sich vor gut einer Stunde ereignet, um 14.30 Uhr. Seitdem war von spektakulären Szenen und Löscharbeiten zu hören. Ja, so ist es. Die Rauchsäule, die war kilometerweit zu sehen, also auf der linken Seite des Gebäudes. Auch hier wird jetzt aktiv mit Löschwasser gearbeitet, aber man sieht aufgrund auch der Windentwicklung auf der linken Seite des Gebäudes ist die massive Rauchentwicklung feststellbar gewesen, jetzt schon erheblich minimiert durch die Löscharbeiten natürlich, aber es war natürlich ein sehr eindrucksstarkes Bild, die Größe dieser Rauchsäule. Im Übrigen, wir hatten
vor nicht allzu langer Zeit eine ähnliche Situation, auch hier im 7. Wiener Gemeindebezirk, also einen Steinwurf entfernt in der Bandgasse. Auch hier gab es einen Dachstuhlbrand. Ich meine, es war vergangenen Freitag oder Donnerstag. Also hier durchaus eine Häufung. Man hat die Situation soweit gut unter Kontrolle. Es sind im Moment 2 Drehleitern aktiv im Einsatz. Feuer aus, das konnte natürlich noch nicht gegeben werden. Noch einmal zusammenfassen, Feueralarm eben aktuell in der Nähe des Westbahnhofs im 6. Bezirk in der Kurzgasse, brennt das Dach eines Wohnhauses. Die Rauchsäule ist kilometerweit zu sehen, die Feuerwehr steht hier im Großeinsatz. Tom, bei solchen Ereignissen haben wir schon oft erlebt, dass einige Schaulustige die Löscharbeiten behindert haben. Ist dies heute auch so? Sind Schaulustige zu sehen? Das konnten wir nicht bemerken. Es ist hier wirklich eine breite und großräumige Absperrung. Die Menschen, die halten sich hier. Es gibt keine in irgendeiner Art und Weise sich darstellenden Behinderungen. Ich würde sagen, die Einsatzkräfte haben hier diese Situation wirklich gut im Griff. Wir nehmen euch vielleicht jetzt ein klein wenig zu Fuß mit Richtung Brandstätte hin zu den Einsatzfahrzeugen. Wir haben auf der linken Seite schon bereitgestellte Ambulanzen, also nicht nur der Rettungseinsatzwagen, sondern ganze Ambulanzwagen, 2 an der Zahl, sind hier bereits vor Ort. Mein Kameramann bedeutet, wir müssen auch hier jetzt, und das ist vielleicht auch die Antwort auf deine Frage, Lukas, auch hier jetzt zurückweichen. Wir können hier nicht mehr weitergehen. Also man nimmt es hier mit den Absperrungen durchaus genau. Man möchte eben diese von dir angesprochenen Behinderungen vermeiden.